Also wenn man die Welt über die Augen wahrnimmt, das in meinem Beruf so mindestens ich nehme die Welt vor allem über die Augen wahr, dann ist das Licht entscheidend, oder? Das Tageslicht entscheidend, wie auch das Kunstlicht. Das heißt, alle Dinge, die wir erfahren über den Sinn der Augen, die werden über Licht möglich zu erfahren. Ja, eine Grundbedingung war, dass die Arbeiten von Josephson gezeigt werden. Das heißt, man hat Wände gebraucht, um die Reliefs hängen zu können. Und dann hat es ebenso einen Raum gebraucht, um Hauptfiguren zu zeigen. Und um eben eine besondere Lichtstimmung zu machen und die Plastiken nicht einfach im Freien aufzustellen, sondern einen Ort zu bauen, hat man natürlich ein Gebäude gebraucht. Und dieses Gebäude durfte weder ausschauen wie ein Wohnhaus noch wie ein Fabrikgebäude, sondern es war etwas Spezifisches. Und weil diese Arbeiten in einer Reihung gesehen werden können, konnte das Gebäude extrem schmal gebaut werden. Es gibt kein vergleichbares Gebäude, das Plastiken zeigt. Sie müssen sich vorstellen, dass innen der Raum etwa 4,60 Meter breit ist. Und dann gibt es ja bei den Hauptfiguren noch den Sockel, der von der Wand weggerückt ist, und dann die Plastik drauf, die Skulptur drauf. Und die Reaktion war bei diesem Gebäude, dass es den Raum über den Plastiken ermöglicht, diese Schmalheit zu lassen, auch bei dem letzten Raum, wo die Hauptfiguren gezeigt werden. Und ich habe da dauernd in Zürich so schmale Gassen und Straßen gemessen, ob das noch schmal genug sein könnte. Und um diese Arbeiten im Gebäude drinnen dann sehen zu können, hat man dieses horizontale Dach, das einfach mit Holz, Dreischichtplatten gebaut wurde und mit einer beschichteten Bitumenbahn abgedeckt wurde, hat man dieses Dach sozusagen aufgeschnitten und hat dann einen Lichtgarten gebaut. Und ich kannte ein einziges Material, das ohne komplexe Hilfsmittel ein diffuses Licht erzeugt und direkt auf die Konstruktion montiert werden konnte und absolut schattenlos Wirkung erzeugt. Wenn Sie im Haus stehen, sehen Sie, ob die Sonne scheint, ob Wolken vorbeiziehen. Das sieht man, das spürt man alles. Aber Sie haben überhaupt keinen einzigen Schattenwurf. Und dieser Lichtgarten ist einfach über das ganze Haus angeordnet, in diesen Längsräumen, in diesen Haupträumen. Und dann hat es ja noch die ganz kleinen Räume seitlich, damit die Bewegung gewendet wird um 90 Grad, damit man nicht einfach rein und raus geht. Und dort hat es dann so ein Oblicht, ein mit senkrechtem Licht einfach, ein ganz bescheidenes, kleines. Und mit diesen Platten war das möglich. Sie hätten da überhaupt keine, mit Glas und all diesen Dingen wäre das viel komplexer geworden.